Mit einem gezielten Farbeinsatz kannst du sehr viel aus einem Plakat herausholen. Schattierungen bewirken, dass sich die Elemente stärker vor dem Hintergrund abheben, und mit deiner leuchtenden Farbe kannst du wichtige Elemente speziell hervorheben. In dieser Übung hast du eine Vorlage, du kannst sie unter dem Video herunterladen, und auf den folgenden Seiten siehst du immer diese Vorlage, einmal mit Farbgebung und ohne, damit du dich daran orientieren kannst. Natürlich ist das nur ein Vorschlag, hier jetzt eher für Container und so weiter und beim nächsten Beispiel für Symbole. Übrigens kannst du, wenn du draufklickst, auch dieses Bild mit einem Rechtsklick herunterladen, wenn du an einem Laptop arbeitest, oder mit einem Screenshot hast du natürlich dann auch ein Bild, von dem du ausgehen kannst. Und selbstverständlich kannst du diese Zeichnungen gleich selber machen. Das wäre natürlich nochmals eine gute Übung, um sicherer zu werden bei den Symbolen. Im folgenden Video zeige ich dir, wie ich jeweils beim Schattieren und beim Kolorieren vorgehe. Für Schattierungen kannst du einen hellblauen oder grauen Filzstift, aber natürlich auch Farbstifte nutzen. Ich stelle mir immer vor, dass das Licht von oben links kommt, das heißt, die Schattierung wäre dann jeweils unten rechts. Bei Sprechblasen, die eher flach wären, wäre die Schattierung dann entsprechend außerhalb. Akzente oder Glanzlichter sind entsprechend oben links, und da kannst du allenfalls noch mit Effektlinien ergänzen. Genauso bei diesen Containern, auch hier wieder fällt der Schatten also nach unten rechts. Und allfällige Akzente, wenn du zum Beispiel irgendeinen Titel oder so herausstreichen möchtest, da ist die einfachste Möglichkeit, einfach gelb oder mit einer anderen leuchtenden Farbe zu markieren. Natürlich kannst du das auch mit dem Tablet üben. In diesem Fall habe ich einen Screenshot gemacht und kann hier nun zum Beispiel mit Aquarellfarbe diese Schattierung üben. Falls du keinen Drucker hast zu Hause und auch kein Tablet, so kannst du natürlich einfach diese Symbole als Vorlage nehmen. Das ist gleich nochmals eine gute Übung, um sattelfester zu werden beim Zeichnen von Symbolen.